Für mich ist der große Unterschied bei Anusara-Yoga zu anderen Yoga-Stilen, dass zu Beginn der Stunde nicht nur in ein Thema eingeführt wird, nicht nur ein Thema erzählt wird, sondern dieses Thema mit einer Herzqualität wie Mut, wie Freiheit, wie Mitgefühl verbunden wird und in der Praxis erfahrbar gemacht wird durch zum Beispiel gezielte Anweisungen der Yogalehrerin in einer Asana. So wird aus einer herausfordernden Position eine kraftvoll herzliche Erfahrung für deine Teilnehmerinnen. Und sie können auch dieses Thema und die Inspiration, die du ihnen damit mitgibst, nach Hause mitnehmen und darüber nachdenken, sie anregen, über etwas nachzudenken. Und so kann dieses Thema auch nachhaltig ihren Alltag, genauso natürlich wie den von uns Yogalehrerinnen, beeinflussen. Es führt zu einem achtsameren und bewussteren Leben. So, wenn du mehr darüber wissen willst, wie das funktioniert, dass du geschickt dieses Thema mit der Herzqualität in eine Yogastunde einwebst, die Sequenz darauf abstimmst, dafür gibt es eine Fortbildung von mir. So, wenn du Lust hast, komm und lerne mit mir.